Heute für euch 10 unglaubliche Fakten über McDonald's. Ich wünsche euch viel Spaß. Diese Dinge hast du bestimmt noch nie über die Fastfood-Kette gewusst, oder? Kommen wir damit auch schon zu Fakt Nummer 1. Pro Tag bedient McDonald's ca. 68 Millionen Menschen. Das entspricht ca. 1% der gesamten Weltbevölkerung. Nummer 2. McDonald's hat von 2011 bis 2013 jeden Tag ein neues McDonald's-Geschäft in China eröffnet. Nummer 3. Laut Studien kennen mehr Menschen das Logo von McDonald's als den Stern aus dem Judentum. Kommen wir zu Nummer 4. Bevor McDonald's Burger anbot, verkaufte das Unternehmen ursprünglich Hotdogs. Würde mich mal interessieren, wie die schmecken. Nummer 5. Jeder von euch kennt die heißgeliebten Chicken McNuggets von McDonald's. Doch aus was bestehen sie eigentlich? Laut US-Forschern bestehen die sehr beliebten Chicken McNuggets aus Hühnerfleischmuskeln, Knorpeln, Knochenteilchen, Nervengeweben, Fetten und Blutgefäßen. Ja dann, guten Appetit! Kommen wir zu Nummer 6 und ja, es wird noch ekliger. Im Essen von McDonald's wurden schon viele verrückte Sachen gefunden. Darunter verbranntes Material, der Kopf eines Huhnes oder eine tote Ratte. Nummer 7. McDonald's ist der größte Kunde von Coca-Cola. Nummer 8. Denkst du, McDonald's hat die meisten Filialen auf der Welt? Nein, das stimmt nicht. Subway hat mehr Filialen als McDonald's. Bevor die berühmte Sängerin Pink berühmt wurde, arbeitete sie als Angestellte bei McDonald's. Kommen wir damit auch schon zu Fakt Nummer 10. Und ja, es wird nochmal richtig eklig. Der verschimmelte Burger. In der Schweiz wurde einem Kunde einmal ein stark verschimmelter Burger serviert. Zunächst wurde behauptet, der Salat hätte nur abgefärbt, doch das stimmte nicht. Später korrigierte der Restaurantleiter die Tatsache. Er wurde gekündigt und räumte ein. Die Kühlkette wurde für ein halbes Jahr unterbrochen. Ja, das waren 10 unglaubliche Fakten über McDonald's. Welche kanntet ihr bereits und welche haben euch am meisten überrascht? Kennt ihr selbst Fakten über das Burger-Restaurant? Dann lasst es mich wissen und schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like und ein Abo da. Und schaut euch doch auch meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.